Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ja, ich bin halbwegs wieder fit. Gestern der 6 Stunden, bisschen mehr als 6 Stunden Livestream auf der Jagd nach hauptsächlich Shiny Topsy, aber natürlich auch Gratfratz. Pikachu mit Blumenkranz, Evoli mit Blumenkranz, vor allem Evoli hat ja so viele Weiterentwicklungen, aber wir waren erfolglos. Ich habe einen Shiny Krabby gefangen während des Events, es war aber am Tag davor. Gerne könnt ihr das Video abchecken. Und bevor ich es wieder vergesse, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Oder alle drei zusammen. Auf jeden Fall, ja, viele beschweren sich über die Shiny-Rate. Ja, ich habe jetzt 6 Stunden gezockt, das ist nicht wirklich viel. Viele, weiß nicht, erwarten immer ein Shiny. Okay, in letzter Zeit habe ich eine Menge Shinies gefangen. Aber normalerweise fange ich nicht jedes Event an Shiny. Alle 2, 3 Monate fange ich ein neues Shiny oder so. Dementsprechend, dass ich gestern keinen gefangen habe, war sehr wahrscheinlich, damit habe ich gerechnet. Ich habe nicht mit einem neuen Shiny gerechnet. Das ist immer sehr, sehr unwahrscheinlich. Ihr könnt ja gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr eins von den neuen Event Shinies gefangen habt. Dann eine kleine Nebenankündigung. Safari Zone Singapur wurde angekündigt. Also erstmal das regionale Tropius und dann wahrscheinlich Portrait als Shiny. Ich bin gespannt, das Shiny kommt ja auch zu uns dann. Ja, Singapur, wäre schon geil gewesen. Ihr hättet echt Bock mal wieder auf eine Safari Zone. Abgesehen von der, die jetzt dann in Deutschland irgendwann sein wird, hoffentlich. Ja, abgesehen von dieser Nachricht kamen endlich auch die 2 Nachrichten, der neue Raid Boss und die neuen Feldforschungen. Zuerst die Feldforschungen, was ist neu? Also die sind für März und April. Ja, die Regis sind am Start und dafür wurden die Vögel rausgetan. Es gibt wieder 8 Optionen, die du bekommen kannst. Ho-Oh, Lugia, die 3 Regis und Raikou, Suicune und Entei. Davon brauche ich die Regis, darüber freue ich mich. Und immer noch ein gutes Suicune. Okay, was heißt gut? Ich habe einen 96er. Aber man weiß ja nicht, vielleicht kriege ich 98 oder 100. Das heißt 4 von 8. Die Hälfte taugt mir, die andere Hälfte nicht so. Wobei, Shiny Ho-Oh fehlt mir noch. Ja, ich weiß nicht genau. Ich finde das nicht so gut mit diesen vielen Optionen und mit den vielen Möglichkeiten, was da rauskommen kann. Mir gefällt es, wenn ein Pokémon drin ist für eine Weile und dann das nächste. Weil das mit den 8, die Chance 1 zu 8. Das zu bekommen, was man haben will. Und vor allem über so einen langen Zeitraum. Jetzt sind es wieder 2 Monate. Und da kommt wahrscheinlich wieder. Ja, dann bin ich mir ziemlich sicher. Okay, meine Theorie. Dann tun sie Ho-Oh und Lugia raus und tun Latias und Latios rein. Irgendwie sowas wahrscheinlich. Ich glaube, die behalten dieses 8-Belohnungsmodell. Danach tun sie Entei, Raikou und Suicune raus und tun rein Kyogre, Gordon und Rayquaza. Merkt euch diese Stelle hier. Hong predicted this. Das ist wahrscheinlich Niantics Plan. Ich habe euch durchschaut, Niantic. Ob das so gut ist? Wie gesagt, mir gefällt das mit diesen vielen Optionen überhaupt nicht. Und der nächste Raid Boss, es ist Dialga. Was auch sonst. Dementsprechend schauen wir uns mal die Konter gegen Dialga an. Für morgen, denn heute ist er noch nicht am Start. Heute erst ab 22 Uhr, aber so spät kommen keine Raids mehr bei uns. Dementsprechend morgen. Direkt Samstag, perfekt, auf Raid Tour gehen. Er ist Drache Stahl. Sehr interessante Kombination. 100% 2307. Wetterboost 2884. Wetterboost bei Wind, offensichtlich für Drache oder Schnee für Stahl. Minimum Anzahl an Trainern 3. 4 ist gelber Bereich, 5 und aufwärts ist grün. Die Schwächen sind Boden und Kampf. Dementsprechend gute Konter Machomai, Hariyama, Kapilz. Dann als Bodenkonter natürlich Godon. Lucario ist am Start. Und der Frosch. Man muss bedenken hier, die Kampf-Pokémon sind bessere Konter. Es sei denn, Boden kriegt Wetterboost, dann ist Gordon Nummer 1. Andere mögliche Konter, Skagaborn, Logok, Gihonio und Mamutel. Aber ich denke, jeder hat seine Machomai-Armee am Start. So, und normalerweise pushen wir ja das Pokémon, das gegangen ist, das Legendäre. In dem Fall wäre es Palkia gewesen. Aber den haben wir schon gemaxt. Seine Zeit ist schon vorbei. Checkt das Video nochmal ab. Dieses Mal war ja Latias auch am Start. Die haben sich überlappt. Heute zum Beispiel nur Latias am Start. Dementsprechend pushen wir heute ein 100er Latias. Nicht beide, noch nicht. Ich habe nicht genug Staub, um beide zu maxen. Wird aber natürlich irgendwann passieren, weil legendäre 100er muss man maxen. Diese Ehre muss man denen einfach geben. Und ihr wisst, wenn wir etwas pushen, öffnen wir auch eine Box. Grüße gehen raus an Kingsloot für diese Box. Jeden Monat eine Box. Mehr zu denen unten in der Beschreibung. So, schauen wir mal. Eine Star Wars Han Solo Wobblers Bobbleheads. Oh, Bobbleheads Figur. Bobbleheads waren mal eine Zeit lang sehr beliebt. Damals, als ich noch ein Kind war. Wahrscheinlich sogar noch älter.
Als ich ein Kind war, habe ich davon gehört, dass sie billig waren. So alt sind die. Ein Horizon Zero Dawn Stubins Plüsch. Was auch immer. Okay. Dann haben wir ein Shirt am Start, so wie immer. Und das Motiv ist, wie immer, mir unbekannt. Oh. Buttons. Skyrim Buttons. Ich wollte schon sagen, was für meine Pinsammlung. Aber nicht ganz. Und die sind aus Holz oder so. Zumindest haben sie einen Holz-Look. Okay. Was haben wir da noch versteckt? Irgendein Untersetzer, aber mir sagt das Motiv überhaupt nichts. Hier für euch mal. Und Peanut Butter Cups Reese's Schokolade. Die Teile, die Typen sponsern ganz viele Streamer, habe ich gesehen. In letzter Zeit die ganzen Streamer gesponsert von denen hier. Interessant. Die sollen mich auch mal sponsern. Auf jeden Fall danke an Kingsloot für diese Box. Ich freue mich über die Schokolade. Ja, und jetzt pushen wir mein 100er Latias. So, schauen wir uns mal meine Latias-Ausbeute an. Erstmal. Muss sagen, die ist nicht so gut. Wobei jetzt fürs Wochenende lief schon überkrass. Der Kleine hat 13 von 13 gefangen, glaube ich. Oder 14 von 14. So. 74 von 98. Muss sagen, aber diese 24, okay, nicht alle, aber viele davon, waren von seinem ersten Besuch. Da hatte ich den Dreh einfach irgendwie nicht raus. Da habe ich echt schlecht geworfen. Habe ich jetzt zum Glück gelernt, weil, ja, sonst hätte ich diese 200er nicht bekommen. Wobei, der zweite ist einfach drin geblieben. Der wollte einfach drin bleiben. Ein großartig und der war einfach drin. Ja, Lucky fehlt mir noch. Versuch da noch Luckys zu tauschen. Gefangen habe ich 4 Shinies, 200er. Das ist noch der alte. Das war damals mein bester, 93. Vom 4.8.2018 oder 8.4. Das ist immer andersrum. 8.4. glaube ich sogar. Genau, 8.4. Der Monat zuerst in Amerika. Richtig komisch. Die zwei Shinies habe ich mit dem freien Raid Pass vorgestern einfach direkt hintereinander bekommen. Wir pushen natürlich zuerst den, der zuerst gekommen ist. Für euch nochmal der IV-Check. Bester Satz, KP, Angriff, Defense, 15. Und Power Up, los geht's. Passend dazu habe ich natürlich ein 100er Latios, das freut mich. Das Pärchen zusammen oder Geschwister, Paar. Genauso wie ich Glodon und Kyogre habe. Und eigentlich auch sehr gerne ein Rayquaza hätte, um das Trio fertig zu machen. Ansonsten, was habe ich noch für 100er? Ich habe noch Ho-Oh, ja, Lugia, um Ho-Oh fertig zu machen. Ansonsten Palkia. Palkia. Das heißt, ich muss Dialga 100 bekommen. Aber so viel Glück kann ich nicht haben. Ich kann nicht drei Legendäre hintereinander auf 100 bekommen. Das ist, weiß nicht, Mann. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich habe momentan einen Lauf. Mal schauen, ob der Lauf noch läuft. Oder ob es vorbei ist. Aber ich denke, es ist vorbei. Es ist vorbei, Leute. Schreibt natürlich unten in die Kommentare, wie es bei euch lief mit Latias. Also erstmal, wie fandet ihr das, dass Latias wieder zurückgekommen ist? Wollt ihr das öfters sehen, dass alte Legendäre für eine Woche wieder am Start sind? Oder findet ihr es nicht so toll, dass sich Legendäre überlappen? Und dann natürlich eure Ausbeute. Habt ihr einen Shiny bekommen? Ich kenne viele, die haben 50, 70, 100, okay, 100 nicht, aber über 70 Raids gemacht. Leider kein Shiny bekommen. Da hätte ich ihn gerne ein bisschen von meinem Shiny Glück abgegeben, weil ja, 4 brauche ich einfach nicht. Grüße gehen nochmal raus an Murat, der Shiny 100er legendäre König. Shiny 100 Latias hat er, Shiny 100 Lugia hat er. Echt krass. Ich habe zum Glück gestern durch diese 6 Stunden ein bisschen Stopp gemacht. Dadurch können wir wieder ein bisschen pushen, aber knapp wird es trotzdem. Ich brauche mal wieder ein gutes Staub-Event. Latias ist jetzt nicht unbedingt der beste Angreifer, aber ich freue mich trotzdem. Klar, über jeden 100er legendär. Wird jetzt auch in meine Drachenarmee aufgenommen, also meine Vorauswahl. Zeige ich euch gleich mal. Einfach nur so zum Spaß. Da ist jetzt drin ein Rayquaza 98 Max, ein Latios 100 Max, ein Palkia 100 Max und 3 Dragoran. Ein Dragoran wird einfach ersetzt durch ein Latias 100. Ich meine, das Dragoran ist natürlich besser, aber nicht so cool. So,
Gleich haben wir's. Zweimal noch, wenn ich richtig gesehen habe. Yes. Muss dann schauen, wie viele Bonbons ich noch habe. Weil, wie gesagt, der zweite muss ja auch noch irgendwann gepusht werden. Bam, 80 Bonbons noch. Ah ja. 3510. So, das ist mein Team. Mach mal hier. Slatius hin. Bis 98er hier hin. Und bis 98er hier hin. Ja. Für alle, die fragen, ja, ich habe ein 100er Dragoran. Er ist aber nicht gepusht. Ich hatte bisher keinen Nutzen dafür. Werde ich vielleicht irgendwann mal machen. Aber das war's von mir, Leute. Ich freue mich auf die Alga. Mal schauen, ob ich noch einen 100er ziehen kann. Ich bezweifle es. Ansonsten, Feldforschungsdurchbruch. Die Regis sind am Start. Haben die Vögel abgelöst? Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung dazu. Wie findet ihr es, dass Niantic jetzt immer so viele Optionen verfügbar hat? Und wie liest bei euch mit Latias? Wollt ihr dasselbe nochmal mit Latios diesen Monat sehen? Eine Woche Latios am Start, dass sich zwei Legendäre überlappen oder nicht? Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.